großen Verderben unschuldig. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Ja, dass Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Ohne Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Liebe. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das Jüngerei, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten! Vertraut euch nicht Barbaren an Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese werten Objekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Mensch. Erwartet euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt. Liebe Leute, liebes New Festival, wir als Künstler sind nochmal gebeten worden vom Veranstalter, kurz ein paar Worte zu sagen zu dem Vorfall im Burgenland, bei dem 59 Männer und 8 Frauen und 4 Kinder erstickt sind, vor 2 Tagen. Und ehrlich gesagt, mir fällt nicht ein, nicht viel an, was man dazu sagen kann, außer, dass sowas nie wieder passieren darf. Ich hab mich heute Morgen auch gefragt, wie kann man jetzt auf ein Festival gehen und einfach so weitermachen und so tun, als wäre nichts und einfach feiern. Und ehrlich gesagt, ich glaube, da rede ich für alle hier, die das hier aufgebaut haben und die hier spielen müssen und draußen sind. Man kann nicht einfach so weitermachen. Und deswegen möchten wir jetzt eine Minute lang den Angehörigen und den Familien von den 59 Männern, den 8 Frauen und den 4 Kindern gedenken, die unter unserer Mitte gestorben sind. Und bitte mit dem Gedanken, lass uns das nie wieder passieren lassen. Right? Dankeschön. Ja,
Der Kind habe ich ja ausgeschieden. Wo sind die Becher? Kein Mensch ist illegal und Flüchtlinge sind willkommen.